wieder. Ich habe jetzt gerade vorher, vor ein paar Minuten oder einer Stunde, einen Kommentar bekommen. Wann kommt die Widerlegung? Liebe Grüße an den Menschen, der das geschrieben hat. Jetzt gibt es die Widerlegung. Also bis morgen spätestens, heute Abend habt ihr die wahrscheinlich. Gut, alle, die mich nicht kennen, schön, dass ihr da seid. Schön, schön, dass ihr da seid. Ihr dürft mir helfen, das wäre sehr, sehr lieb, bevor ich jetzt mit eurer Legung loslege. Ich möchte in die Richtung Selbstständigkeit, was auch YouTube beinhaltet, gehen. Das heißt, dass ich weiter existiere auf YouTube, dass ich nach meiner Mutterzeit, Elternzeit, ja, ist es aber nicht. Wie sagt man das denn? Ich weiß es gerade nicht. Ihr wisst, was ich meine, ja? Wenn meine Tochter dann so alt ist, dass ich wieder Vollzeit in die Arbeit müsste, möchte ich ein, zwei Standbeine aufgebaut haben, dass ich für euch erhalten bleibe. Eins davon ist YouTube. Und da müsst ihr mir helfen. Ich brauche nämlich mehr Abonnenten. Wenn du mich jetzt praktisch noch nicht kennst, aber nicht abonniert hast, dann bitte mach mir dieses kleine Abo, dass ich dir erhalten bleibe. Und ich bin dafür unglaublich dankbar und kann für euch hier bleiben. Gut, lieber Widder, ich hoffe natürlich, dir geht's gut. Ich sage in allen anderen Videos schon, dass das Jahr unglaublich schnell vorbeigegangen ist. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass jeder so fühlt, vielleicht auch gar nicht. Und ich möchte dir sagen, was ich heute lege. Für die, die mich nicht kennen, ich lege dein Hauptthema, lieber Widder. Das kann unabhängig von der Liebe sein. Und dann schaue ich in der Liebe ganz direkt, was denkst und fühlst du im Dezember zu deinem Herzensmenschen und was denkt und fühlt dein Herzensmensch denn zu dir. Und das kann ganz schön spannend werden, wenn ihr noch nie dabei wart. Ich hoffe natürlich jetzt nur das Beste. Ich bekomme aber in eurer Legung hier hinten so ein bisschen Nackenschmerzen. Das kann aber auch von mir selber sein manchmal, weil ich kurz angespannt bin, noch nicht im Flow, oder es ist von euch. Ich bekomme hier so ein bisschen eine Verspannung. Und wir fangen an, ihr Lieben, mit dem Krafttiere-Orakel. Und ich möchte hier, dass ihr versteht, was das dann für euch bedeutet. Ich möchte hier eine Karte für den Dezember. Ich muss mal hier auf mein Mikrofon schauen, weil mir jemand geschrieben hat, das ist so leise. Ich mache jetzt mal ganz laut. Könnt ihr ja selber leiser machen. Ihr bekommt hier, liebe Widder, eine Nachricht, die, wenn ihr im Alltag feststeckt, dann solltet ihr dran denken, ah, was war nochmal die Karte bei der Luna? Ja. Das ist sowas, das reißt euch aus dem Alltag raus. Das, ja, sonst, wenn ihr zu sehr versumpft oder euch auch nicht so gut fühlt oder irgendwie in einer Sache auf jeden Fall feststeckt, dann ist die Botschaft, die da jetzt rausspringt im Dezember, immer hilfreich in so einer Situation. Sowas möchte ich bekommen. Ich mische sie aber kurz erstmal. Ich habe schon so ein Gefühl, was da vielleicht bei rumkommt. Es könnte sein, das nehme ich jetzt einfach mal mit rein, dass die Zahl 7 vielleicht im Dezember irgendwie präsent für dich ist. Jetzt spreche ich jetzt einfach mal so dazu aus. Okay, jetzt bitte ein Krafttier für meinen Widder. Hat mich schon angeschaut, ist aber nicht rausgesprungen. Unglaublich schöner Wolkenhimmel gerade. Ist zwar nicht schön, aber also kalt. Oder kennt ihr das, wenn die Wolken an einer Stelle blau sind und die Sonne durchlassen? Aha, wir haben 2. Ich nehme jetzt 2. Mein Gefühl sagt, ich soll 2 nehmen. Bei euch. Einmal die 39, einmal die 36. Okay, 2 Botschaften für den Widder. Das Murmeltier, Zeit, um loszulassen. Das Murmeltier hat aber ein Herz in der Hand. Oh, da kommt mir so. Vom Bild her bekomme ich ein Zeit, um Liebe loszulassen. Vom Gefühl her bekomme ich aber Zeit, um alte Muster loszulassen. Dann haben wir hier den Löwen, sei großmütig. Lass mich mal ein bisschen reinspüren. Okay, ich habe die Antwort für Zeit, um loszulassen. Das ist bei euch sowas wie... lieber Widder, wenn du in deiner Gedankenspirale hängst,
Dann gibt es bei dir jetzt heute nicht so einen bestimmten Tipp, was du direkt machen sollst, außer der Tipp ist, also wir schauen jetzt noch, was beim Löwen rumkommt, aber der Tipp ist eigentlich, loszulassen. Du hast viele Spiralen oder viele Dinge, in denen du immer wieder steckst. Also ich habe das Gefühl, im Dezember sind da noch relativ viele Dinge da oder gerade im Dezember sind vielleicht viele Dinge da, die sich immer wieder wiederholen. Das so Dinge sind, die aber auch erledigt werden müssen. Und die sind da, die müssen erledigt werden, die sind aber größer, als sie sein müssten. Weil, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist eure Erledigung, wir machen jetzt mal so ein Beispiel, das ist eure Erledigung, die erledigt werden muss. Zum Beispiel Kind von der Schule abholen. Ja, das muss man halt, sonst kommt das Kind nicht nach Hause. Aber ihr verknüpft damit, wir nehmen jetzt mal diese Karte, ihr verknüpft damit relativ viel und das fühlt sich immer so an. Dieses Kind abholen fühlt sich immer so an. Die Karte ist praktisch so groß. Und dann könntet ihr die Karte aber verkleinern auf die Hälfte. Also so, dass sie sich nur noch so anfühlt und es irgendwie positiver wird. Das ist zwar was, was ihr nicht unbedingt super gerne erledigt, dieses ins Auto steigen, Kind holen, wieder aussteigen, abschnallen und so. Aber da hängt noch Altlast mit dran. Da hängen irgendwelche Dinge mit dran, die nicht mit dranhängen müssten. Und da könnt ihr mal drauf gucken, was hängt da eigentlich dran? Warum mag ich diese Sache denn eigentlich nicht? Klar, sie muss erledigt werden, aber wenn ihr es mal so nehmt, ich zum Beispiel setze mich gerne ins Auto und mache mir da irgendwas an, auf was ich Lust habe und höre mir das dann nebenbei an zum Beispiel. Oder wenn meine Tochter dann da ist, klar ist sie manchmal quengelig und die Autofahrt ist nicht so schön, aber dann wisst ihr, was ich meine. Guckt einfach, was stört euch da eigentlich? Also loslassen. Also Sachen, die euch stören, loslassen. Es muss nicht so groß sein, wie es immer ist in diesen blöden Routinen, nennen wir es so. Kommt hier sehr stark durch, ihr seid irgendwie in Routinen eingespannt. So, dann haben wir hier den Löwen. Der Löwe ist riesig. Gefühlt riesig. Also, ihr habt das Gefühl, ihr wisst schon ganz genau, wer ihr seid. Ihr wisst ganz genau, was ihr wollt. Ihr wisst auch ganz genau, was ihr nicht wollt. Das heißt, ihr macht euch jetzt nicht zu klein. Das ist so gar nicht euer Problem, gar nicht Thema von euch. Ihr fühlt euch gut. Ihr fühlt euch mit euch selbst auch im Reinen. Also, denn ihr könnt sehr gut euch selbst leben. Wir haben im Hintergrund so einen Ball. Ich zeige es euch einfach mal, aber ich glaube, ihr seht das eh nicht so gut wie ich. Da haben wir im Hintergrund einen Ball. Ja, das ist für mich so ein bisschen bildlich gesprochen für die Welt. Alles, was noch existiert. Ihr existiert und der Rest existiert in diesem Ball, in diesem Bild. Und ihr seid aber relativ groß. Vielleicht nehmt ihr manchmal, mir kommt hier rein, manchmal nehmt ihr vielleicht zu viel Raum ein, ohne dass ihr das böse meint oder bewusst macht. Zu viel Raum ein, da solltet ihr ab und zu drauf achten. Gesundheit, danke. Ich möchte das mal kurz nachlesen, weil Löwe kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Ich bekomme nur, oh, hier sind noch zwei. Interessant. Die solltet ihr also nicht bekommen. Definitiv nicht diese. Sei großmütig. Ich bekomme hier nur rein. Ihr nehmt vielleicht ein bisschen zu viel Raum selbst ein. 36.
Okay, also du hast, lieber Widder, du hast ganz, ganz besondere Gaben. Ja, du hast so eine Gabe, dass du mit deinem Sein andere Menschen inspirieren, helfen, Tipps geben, wie auch immer kannst. Das kannst du richtig, richtig gut. Da kommen Leute immer wieder zu dir und suchen hier deinen Rat. Es ist aber wichtig, in Dankbarkeit zu sein ans Universum, nenne ich es jetzt einfach mal, nenn es wie du möchtest, an deinen Gott, an je nachdem, an was du hier glaubst, immer noch dankbar zu bleiben und zu sagen, ja, ich bin dankbar für diese Fähigkeiten, die ich bekommen habe, dass ich sie weitergeben darf, denn hier liegt so ein schmaler Grat, wo ihr vielleicht manchmal nicht demütig genug seid, da seid ihr dann so zu sehr im Ego und sagt, ja, das ist cool. Also da fühlt ihr euch einfach cool, weil ihr das mitgegeben bekommen habt, sagen wir es mal so, und weil ihr das halt könnt und weil Leute halt zu euch kommen. Und da solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht ins Ego rutscht, sondern einfach so in Demut einfach gerne gebt. Also ihr gebt von Herzen gerne, aber ihr seid auch manchmal so, dass ihr euch da gerne reinfühlt in dieses, boah, ich kann das, die anderen können das noch nicht, ich bin der, der Hilfestellung gibt, euch da so ein bisschen als was Besseres seht. In die Energie solltet ihr nicht rutschen im Dezember. Das ist der Tipp. Und ansonsten loslassen, 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 loslassen von irgendwelchen alten Gedanken, Handlungen, wie auch immer. Okay, aber ihr seid keine Sorgenkinder, bekomme ich hier durch diese beiden Karten, denn wir hatten diesen Monat schon so ein bisschen so kleine Sorgenkinder, wo ich mir dachte, oh, keine schöne Legung, tut mir leid. Und da musste ich dann tatsächlich sagen, bei einer, melde dich bei mir, wenn es dir so schlecht geht. Das bekomme ich bei dir rein, lieber wieder. Das ist bei dir nicht so. So, und jetzt gehen wir in die allgemeine Legung. Und gucken jetzt, ich mische jetzt. Ihr müsst nicht dranbleiben, ihr könnt auch vorspulen, bis ich fertig gemischt habe. Also, liebes Universum, gib mir Einblick in die Dinge, die so vielleicht verloren gehen. Ich brauche nicht unbedingt die positiven Dinge. Die dürfen diesen Monat andere legen von mir aus. Gerne, wenn es einfach wirklich sehr positiv ist. Ansonsten Dinge, die vielleicht sonst hinten runterrutschen. Die vielleicht auch ungern gesehen werden. Sowohl im Hauptthema als auch im Denken und Fühlen meiner Widder in der Liebe. Und auch im Denken und Fühlen des Gegenübers des Widders. Oh, beim Gegenüber ist was los. Beim Gegenüber ist was los. Ich sehe hier so irgendwas nicht so Tolles beim Gegenüber. Aber das war jetzt auch nur so ein Mischen. Okay, ich lege jetzt mal aus. Schmarrn. So. Euer Hauptthema. Bin ich ja gespannt. Also das Hauptthema, lieber Widder, also wenn du das erste Mal zuschaust und das noch nicht weißt, wenn du jetzt ein Mann bist, ich gehe immer von der Frau aus, dann drehst du bitte um. Dann, wenn ich von der Frau rede, bist du gemeint als Mann. Und meine lieben Widder, was gibt's noch? Ja, klar, wichtig zu gucken, ob du damit resonierst mit dieser Legung. Wenn du sagst, oder jetzt schon oben bei den Karten so, gar nicht meins zur Zeit, fühle ich überhaupt nicht, dann ist es einfach nicht deine Legung, ja. Okay. Was ist dein Hauptthema, lieber Widder? Entschuldigung, aber meine Nase läuft hier irgendwie. Hauptthema. Ich bekomme hier einen eventuell verborgenen Nachrichtenaustausch von jemandem, den du gut findest. Nennen wir es anders, nennen wir es oberflächlicher Kontakt, der aus eher sowas wie Trieb, haften, also sexuellen Bedürfnissen oder sowas stattfindet, der aber nicht so ernst gemeint ist. Da müsst ihr aufpassen. Also entweder seid ihr das, die so einen Schreibeverkehr auf jeden Fall mit jemandem haben,
Oder es ist, also entweder ist in euch der Fuchs und ihr seid so, ihr tut so, als fändet ihr diesen Menschen super klasse, super sexy, super anziehend. Und ich bekomme hier aber rein, nee, ich bekomme hier rein und ihr tut so, als wäre da mehr. Oder ihr habt ein Gegenüber, das euch schreibt, boah, ich finde dich toll, ich finde dich sexy, ihr habt euch vielleicht gerade. Was war das jetzt? Aha, der Fensterrahmen. Ihr habt euch vielleicht gerade erst kennengelernt, kann sein, liebe Widder. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das eine Legung ist für Leute, die hier schon lange in der Partnerschaft sind, dass ihr das wisst. Ich glaube, ihr seid raus. Sehen wir dann aber unten noch. Also ich meine, hier gibt es einen Herzensmenschen. Jetzt wartet mal. Also hier ist Kontakt mit jemandem, oberflächlicher Kontakt. Ihr kennt euch wahrscheinlich noch nicht gut. Und ich habe hier so voll den Sprechhänger, falls ihr das merkt. Ihr sagt, oder dieser Mensch sagt euch, ja, und ich kann mir mehr mit dir vorstellen. Ich glaube, das ist jetzt das beste Beispiel, dass ihr das versteht. Aber das ist überhaupt nicht so. Der Mensch hat nur sexuelle Absichten oder nur was Oberflächliches im Sinn und einer von euch beiden lügt da den anderen an. Ich kann auch nicht, ich kläre das Ganze mal. Der Fuchs, von welcher Seite oder bitte eine Klärung zum Fuchs. Für meinen Widder, für meine Widder. Ich bekomme hier aber auch geheim rein, obwohl hier das Buch nicht liegt. Irgendwas im Verborgenen. Kann schon sein, dass manche von euch einen Partner haben und hier aber auch schon mit jemand anderem irgendwie schreiben. Oder jemand anderen zumindest gut finden, gerade und im Dezember aber noch in diesen Schreibkontakt mit diesen Menschen kommen, obwohl sie vergeben sind. So was kommt mir hier rein. Ja, krass. Krass, krass, krass. Es ist einfach, ich kann es nur nochmal wiederholen. Es ist so, ihr seht ja leider, sitzt ihr hier nicht und sieht es so wie ich. Der Fuchs spielt etwas ganz Langfristiges, Festes vor, was überhaupt nicht im Sinn des Menschen ist. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ihr das seid oder euer Gegenüber. Ich gucke jetzt bei euch direkt hier. Unten in eure Gedanken rein zu eurem Herzensmenschen. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das der Herzensmensch ist, der da oben liegt, oder ob ihr noch einen. Jetzt machen wir eure Gefühle auch gleich auf zu eurem Herzensmenschen. Ich mache alles, ich muss jetzt bei euch alles aufmachen. Tut mir leid, auch gleich das Gegenüber, es macht ja nichts. Okay, der Mensch, der da oben liegt, der ist schon, der hat schon euer Herz. Also im Dezember hat dieser Mensch euer Herz. Und euer Problem ist, dass ihr den noch nicht so oft seht, wie ihr möchtet. Oder der noch nicht so greifbar ist, wie ihr möchtet. Euer Problem ist eigentlich, ihr seid in, ich bekomme rein, ihr seid in der Warteposition. Die ihr nicht möchtet. Ihr seid so, ihr hättet jeden Tag Zeit für diesen Menschen, ihr würdet alles links liegen lassen, um diesen Menschen zu treffen, denn Treffen mit diesem Menschen, so denkt ihr. Ja, wir sind hier noch in euren Gedanken. So denkt ihr. Gedanken, wenn ihr gerade dran denkt oder ans letzte Date denkt oder sowas, dann ist das, dann macht euch das unglaublich happy. Wir haben hier aber auch das Kreuz, das brauche ich gar nicht klären. Ich kriege hier rein, warum das so ist. Ihr versteht nicht irgendetwas gedanklich, versteht nicht, also ihr versteht einfach nicht, warum ihr euch nicht öfter sehen könnt oder warum das nur so, ich kriege rein ein sporadisch oder ein, ich möchte schon noch eine Klärung zum Kreuz, vielleicht gibt es ja noch was anderes wie das, was ich denke, also fühle. Ja, warum kommt da nicht mehr? Warum Wunsch ist doch was Festigkeit? Warum geht das nicht? Warum geht das hier nicht in die Tiefe? Es fühlt sich doch so gut an. Das denkt ihr alles. Das denkt ihr alles. Wir sind noch im Denken. Und ihr denkt auch, ihr wollt mehr. Ihr wollt diesen Menschen fest in einer Beziehung. Ihr wärt sehr gerne in einer Beziehung mit diesem Menschen. Ja, das ist euer Denken zu diesem Menschen.
Und dann haben wir bei euren Gefühlen, ja, der Mensch ist neu. Der Mensch ist neu. Der ist noch nicht lang da. Alle, die das schon lange haben, auf die trifft die Legung, glaube ich, nicht so. Das sagt mir echt mein Gefühl. Ihr wollt mit dem Menschen, der ist noch nicht ganz euer Herzensmensch. Dem gehört schon das Herz. Ihr habt aber auch keinen anderen Mann, wo gerade mehr Liebe fließt. Das ist so. Deswegen haben wir diesen Menschen hier als Bären. Ihr wollt mit dem was Neues aufbauen, ihr wollt mit dem Neues starten, ihr wollt mit dem die Gefühle vertiefen, ihr wollt alles, was ihr schon im Denken so toll habt, auch endlich fühlen. Nur ihr wollt dann eine Sicherheit, dass es mit diesem Menschen klappt. Ihr fühlt euch gut mit diesem Menschen. Ihr fühlt auch, dass ihr da was wollt. Vielleicht gibt es manche von euch sogar, weiß ich nicht, die schwanger sind tatsächlich von diesen Menschen. Das kann sein, weil hier das Kind liegt. Das kommt mir hier extrem rein, oft gar nicht. Und das kommt mir extrem rein. Oder ihr wollt tatsächlich ein Kind von diesen Menschen. Aber gleichzeitig fühlt ihr den Menschen noch nicht wirklich als Partner. Ihr könnt das nicht fühlen, weil wir schauen jetzt hier rüber. Der Mensch zu euch denkt, der Wunsch wäre, das so wie es jetzt ist, zu lassen. Das Wunschdenken, wir sind im Denken des Menschen, ist diese Freundschaft. Freundschaft plus, was ihr auch immer gerade habt, das wäre der Wunsch, dass das so bleibt im Kopf. Weil, und das ist nicht so cool, außer es kommt jetzt bei der Klärung dann noch was anderes raus, weil der Mensch sein Herz woanders hat. Und von einem anderen Menschen kann sein, also von einer anderen Frau wurde der irgendwie gerade verletzt, verlassen, wie auch immer, da hängt aber noch das Herz dieses Menschen. Ich kläre es jetzt gleich mal nicht, dass es dann doch anders ist irgendwie. Ja, also der Typ, sagen wir es mal so, mir kommt rein, der Typ, der checkt nicht. Der checkt nicht, dass er mit euch was Großes verliert, weil der hat auch Gefühle zu euch. Aber durch diese Verletzung von dieser anderen Frau ist der noch blind für die Gefühle zu euch. Und ihr seid gerade ein bisschen, muss ich leider sagen, wie so ein Ablenkungsmanöver. Und die Wünsche gehen auch nicht in die Richtung, dass der das mit euch vertiefen will. Nein, der ist noch voll in seinem Wahn. Ja, ich muss die andere zurückerobern. Blablabla. Da ist dieser Mensch leider. Ich hoffe, die Energiekarten geben jetzt hier noch so ein bisschen Einblick. Lieber Widder, wenn du eine persönliche Legung möchtest, schreib mich an auf Instagram, weil persönlich sieht es nochmal ganz anders aus, ja? Wenn hier jetzt was zutrifft und ich sage keine Chance für euch und mich schreiben jetzt zum Beispiel 4 Widder an, dann kann bei jedem persönlich zu diesem Menschen, weil es ist ja bei jedem ein anderer Mensch, persönlich nochmal was ganz was anderes rauskommen, dass ihr das wisst. Aber es müssten die Themen schon euch ansprechen und ihr müsst hiermit schon resonieren, dass es Sinn macht, wenn ihr eine Privatlegung wollt. Da sieht es oft nochmal ganz anders aus, das biete ich euch ja auch an. Wenn ihr wissen wollt, wer die andere Frau ist oder sowas. So, jetzt will ich aber eine Energiekarte, in der möchte ich wissen, Ende Dezember, wie ist der Mensch energetisch zu euch unterwegs? Vielleicht verändert sich ja bis Ende Dezember was, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt so Anfang, Mitte Dezember. Alles gerade so, wie es hier liegt, und Ende Dezember könnte es ein bisschen anders sein. Deswegen eine Energiekarte zu euch und zu diesen Menschen. Wie fühlt ihr euch energetisch so zueinander? Ende Dezember. Da sieht es, glaube ich, schon besser aus, habe ich gerade, glaube ich, gesehen. Obwohl ich nicht weiß, ob ihr diesen Menschen, naja, die wollte raus, ob ihr diesen Menschen braucht. Dieser Mensch hier wird weniger euch zugewandt sein Ende Dezember, also es bleibt so. Und wenn er sich wenig mit euch trifft und auch nicht mehr wirklich an die andere rankommt, dann wird er sich vielleicht in seinen Beruf stürzen.
Weil die kam die Berufung raus. Die kam zu einer anderen Lenkung auch raus und ich habe sie anders gedatet. Gedatet? gedeutet. Und hier kommt mir aber rein, der stützt sich dann in die Arbeit. Und das ist das Einzige, was mir so reinkommt. Ich lese euch mal vor. In der liegenden Acht, die liegende Acht schenkt mir tiefe Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten meiner Inkarnation. Erfüllt von tiefer Liebe komme ich meiner Berufung nach. Also der sucht sich was, was sich dann positiv anfühlt. Weil klar, bei euch hat er nicht so ganz den Flow. Die andere, die, da geht's nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und Beruf ist so, das erfüllt den Menschen. Das ist vielleicht so ein Ding, das macht er wirklich gerne und dann ist er da viel. Und ihr habt so eine Energie von Ausdauer und Beständigkeit. In der immerwährenden Energie der Acht setze ich all meine Ziele erfüllt von Harmonie und Balance um. Ich fühle euch auch relativ weit weg schon von diesem Menschen Ende Dezember, was ich aber... Also entweder so, dann wäre das sehr positiv, würde mich das sehr freuen, weil es macht hier wenig Sinn. Oder, was ich auch empfinde, ist Ausdauer und Beständigkeit, dass ihr euch weiterhin in diese Warteposition setzt und sagt, ja, ich muss ja nur nett bleiben, lieb bleiben und dann kommt er schon irgendwann, dann will er mich schon irgendwann. Ich weiß es nicht. Schauen wir im Januar wieder rein. Aber da, glaube ich, macht es eher Sinn, wirklich tatsächlich privat reinzuschauen. Da kann ich so wenig sagen, aber ich glaube, vom Gefühl her macht es keinen Sinn, auf diesen Menschen zu warten, lieber wieder. Nee, ist nicht so der Verlässlichste, habe ich irgendwie das Gefühl. Ist irgendwie noch so unter dem Verlässlichkeitsgrad, auf dem ihr auf jeden Fall unterwegs seid. Okay, lieber Widder, das war deine Legung für den Dezember. Ich wünsche dir einen ganz, ganz guten und schönen und tollen Jahreswechsel, wie auch immer du dir den vorstellst. Und auf jeden Fall nicht traurig in Umgebung von, ich habe hier bei dir so Umgebung von vielen Freunden, vielleicht ist es so. Und freue mich, wenn du nächstes Jahr wieder reinschaust. Und bitte, wenn du mich noch nicht abonniert hast, lass mir ein Abo da. Ich weiß, das nervt, aber ja, danke. Ciao.